Stadtpfarrkirche, Dekanatskirche St. Niklas zu Znaim. Viele von Ihnen werden diesen Text, den Sie gerade gehört haben, aber auch den Bericht aus der Offenbarung des Johannes schon gut kennen. Da wird uns eine junge Frau vorgestellt mit einem Wissen, das uns heutige moderne Menschen ein wenig zittern lassen könnte. Die Bilder des Alten Testaments, meine Lieben, sind wohl unseren Ohren schon langsam bekannt. Es ist eine besondere Gestalt, mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und als Krone die 12 Sterne. Ich möchte nicht unbedingt auf den Drachen eingehen, der dann auch noch geschildert wird. Aber er hat hier nichts zu melden. Das Kind entrückt Gott zu seinem Thron in den Himmel. Und die Frau wird in der Wüste in Sicherheit gebracht. Sie sehen, dass auch bei manchen Unwillen, und das Alte Testament ist da sicherlich ganz besonders voll, und die Offenbarung des Johannes am Ende der Heiligen Schrift spart auch nicht mit diesen Zeichen, dass diese Unwillen oder Unglücksfälle in der damaligen Zeit schon vorgekommen sind und ganz einfach zu lösen waren. Vom Schöpfer, unserem Herrgott. Das Kind wurde zu Gott und zu seinem Thron entrückt. Und die Frau fand einen Zufluchtsort bei Gott. Die laute Stimme aus dem Himmel, die haben wir schon öfters vernommen. Jesus wird beglaubigt. Stephanus, der erste Märtyrer, hört etwas aus dem Himmel. Und er sagt es weiter und seine Zeitgenossen wollen es nicht wahrhaben. Und so manche andere Märtyrer werden das ähnlich tun. Vielleicht wissen Sie, liebe Schwestern und Brüder, dass die Sprache der Zeichen und auch der Vergleich bis zu Abraham in der jüdischen Religion wahrscheinlich dazu gehörte, dass man im Unterricht dieses auch wirklich vermittelte und erklären konnte. Wie kann es sonst sein, dass diese ganz junge Frau und Mutter, die Gottesmutter Maria, schwanger über den Berg gegangen ist zu ihrer Verwandten Elisabeth und von ihr gepriesen wird und darauf antwortet: Meine Seele preist die Größe des Herrn. Auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Der Mächtige hat Großes an mir getan. Ich weiß, auch wenn wir voll Freude sind, können wir vielleicht manchmal so sprechen, so denken. Aber diese Maria hat schlicht und einfach auf den Gruß geantwortet von Elisabeth. Die war ein wenig überrascht, obwohl sie kannten sich doch. Sie wussten auch um ihre Schwangerschaft. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Das Kind hat sich vor Freude in meinem Leib bewegt, meinte Elisabeth und hat dann gleich angefügt: Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Maria ist selig, weil sie der Botschaft von oben, der Botschaft Gottes, Gabriel
Glauben und Wirklichkeit geschenkt hat. Hand aufs Herz, liebe Schwestern und Brüder, wie schnell geht so etwas bei uns? Dass wir etwas einsehen und glauben, ja, dass wir dafür Gott preisen, dass wir das, was wir so gehört haben, als wirklich nehmen und danach handeln. Sind wir in der heutigen Zeit nicht manchmal ein bisschen übervorsichtig, überprüfen gerne, warten zu und sind nicht immer diejenigen, die das wirklich so ganz schnell als Reaktion in ihren Alltag hineinplanen können. Die Gottesmutter hat offensichtlich vieles schnell eingesehen und nicht viel nachgefragt. Und sie wusste, wem sie diesen Dank zollen sollte. Denn sie hat ja begonnen mit dem Lobpreis der Größe des Herrn, mit dem Jubel über Gott, ihren Retter, weil er auf die Niedrigkeit dieser Magd geschaut hat. Und wenn wir uns auch darauf verlassen können, liebe Schwestern und Brüder, dass sich unser Schöpfer Gott der Magd oder des Knechtes annimmt, auch wenn es das heute nicht mehr so gibt, und setzen sie ruhig statt des Volkes Israel unsere Völker hier in Tschechien oder in den deutschsprachigen Ländern. Er nimmt sich seiner Knechte und Mägde an und denkt an das Erbarmen, der Herrgott, das er unseren Vorfahren, den Vätern, verheißen hat. Und da können wir bis auf Abraham zurückgehen. Und vielleicht ist hier an diesem Ort und bei diesem Gedenken, 71 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, es angebracht, dass wir auch wirklich unseren Vorfahren danken für ihren starken Glauben, den sie uns mitgegeben haben. Sie wussten, auch wenn das in der Liturgie vielleicht auf Lateinisch gesprochen wurde, das Magnificat, das heute noch Bestandteil des Abendgebetes der Kirche, auch bei uns im Stift Geras ist, und es war hier im Stift Klosterbruck genau dasselbe. Sie wussten, dass der Herrgott sich des Volkes annimmt und sein Versprechen, sein Erbarmen, dass er einmal den Menschen verheißen hat und eben auch unseren Vorfahren, dass er sich daran hält, dass er daran denkt, dass er es immer wieder in die Tat umsetzt. Durch uns und mit uns und in uns allen.